Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fahrenheit. In der letzten Folge sind wir mit dem Indigo-Kind entkommen, haben Hilfe von einer sogenannten Organisation bekommen, die sich die Unsichtbaren nennen. Sie möchten auch wie viele andere Clans das Indigo-Kind finden, aber im Gegensatz zu den anderen in Sicherheit bringen. Wir haben dann eine Weile mit den netten Leuten hier, mit dem Penner geredet, den wir ja schon aus dem ersten Part kennen, der hat uns dann eben halt die ganze Geschichte erzählt. Und bei mir ist jetzt auch der Groschen gefallen. Es macht ja auch Sinn, wieso das Spiel Indigo Prophecy heißt, weil Indigo halt von Indigo kennt und Prophecy ist ja eben die Prophezeiung. Und ich finde, der Titel macht dann auch ein bisschen mehr Sinn als Fahrenheit. Wobei Fahrenheit macht dann wieder in der Hinsicht Sinn, dass es eben halt arschkalter ist, ne? Und dass es eben halt Winter ist und so weiter und so fort. Auf alle Fälle haben wir da uns eine Geschichte anhören dürfen, die so nicht mit Worten nachzuerzählen ist. Weshalb ich empfehle, den letzten Part nochmal kurz anzugucken, weil das war ja in erster Linie nur eine Konversation. Auf alle Fälle müssen wir das Kind jetzt zu einer Chroma-Quelle bringen, um eben halt zu hören, was sie uns zu sagen hat. Wenn wir das nicht tun, wird sie sterben, so auch die Menschheit, und dann hat keiner was davon und dann war alles umsonst. Der nette Pennerverein hier, der sorgt jetzt dafür, dass wir dann zu dieser Chroma-Quelle fahren können. Es gibt ja drei auf der Erde und die nächstliegende liegt rein zufällig da, wo der gute Kane herkommt, bei dieser netten Basis, die wir da eben halt immer so schön erkundigen mussten. Brauchen jetzt halt, wie gesagt, Öl und wir haben jetzt mit Carla den Auftrag, beziehungsweise sie hat sich selber den Auftrag gegeben, ein Radio zu reparieren, damit wir mal hören können, was in der auf der Oberfläche so abgeht. Und ja, das müssen wir jetzt machen. Lukas ist, nein, nicht ins Hauptmenü. Lukas pennt. Und ja, ich will mal trotzdem gucken, was passiert, wenn ich mich jetzt zu ihm lege. Könnt ihr vielleicht irgendwie miteinander reden? Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Ich auch nicht. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Okay, es ist gerade sehr, sehr buggy, wie man sieht. Doppelte Gesichter, tut mir leid, aber hey, das ist halt, die ISO spackt gerade tierisch ab. Und ja, was macht man, wenn man weiß, dass die Erde kurz vorm Untergehen ist? Man ist kalt. Man vögelt. Deine Lippen sind eiskalt. Ich liebe dich, Lukas. Und da geht's ab. Was, nur 10%? Komm schon. Es sieht gerade so alienhaft aus mit den doppelten Augen. Das ist ein bisschen schade. Das ist so schon ein leichter Atmosphäre-Killer. Dafür haben wir aber dann noch gleichzeitig doppelte Busen, ne? Das ist natürlich auch, ja, naja. Das ist jetzt ein bisschen doof, Leute, dass das alles so doppelt ist. Ja, wer hätte gedacht, dass es mal
zu dem kommt. Das ist nicht mehr nur ein Waffenstillstand, das ist eine Waffenvereinigung und ein sehr schicker Story-Twist, wie ich finde. Nur leider in etwas arschiger Form. Das tut mir jetzt leid, das ist halt ISO, ne? Ja. Naja. Zugegebenerweise. Okay, na, oh Gott. Was? Irgendeiner murmelt da. Ich will da schon ein bisschen lauschen jetzt hier. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht geleakt. Nein, Mary. Das ist einfach unmöglich. What? Lass doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Der Vater ist der Typ aus dem Leichenschauhaus? Das kann doch gar nicht sein. Der war doch der Armeefuzzi hatte dieselbe Stimme. Sag mal, haben die wirklich dieselben Synchronsprecher verwendet oder ist das sehr, sehr tiefgründig hier? Auf alle Fälle macht das jetzt natürlich Sinn, wieso er die Kräfte hat, ne? Der wurde bestrahlt von dem Scheiß. Und deswegen hat er auch diese ganzen Fähigkeiten. Das Artefakt ist trotzdem nicht realistisch, verdammt. Aber es in der Unrealistischheit ergibt dies einen realistischen Zusammenhang. Auch unrealistisch kann in ihrer Form realistisch sein, ne? So, das ist jetzt also die nette Militärbasis, die wir eben halt durch Stealth. Da ist die Halle. Ja. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Jo, wir haben's gehört. Wir hätten vorher vielleicht mal... Wir hätten eine Akkubatterie nehmen sollen. Heißen die nicht so? Ihr wisst schon, Batterien, die man immer wieder auffüllen kann. Wir hätten die wirklich nehmen sollen. Okay, Spaß beiseite. Tot ernst hier. Ist schon echt, echt sehr eisig jetzt hier. Und wir haben ja gehört, die Welt hat ihren letzten Tag begonnen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob das Tag oder Nacht ist. Das ist halt... Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Kommst du weiter, kommst du... Okay, warte. Ich nehme die Daumen, 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 ich nehme die Daumen. Das geht nicht, 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 oder? Muss ich denn? Nee, ich muss nicht ganz nach oben, aber es wird trotzdem immer schwerer von selber. Oh ja, 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 nein, 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 nein. Okay, geschafft. Boah. Das ist schon Mitfühlen hier, also richtig im Sinne von, dass man... Die Kraft, die man braucht, man spürt es einfach. Nur der Unterschied ist, dass ich es in den Fingern spüre und nicht in den Beinen. Okay.
Mensch, wie einfach alles Sinn macht. Das sind so die geilsten Spiele, weißt du? Du hast die ganze Zeit über 100 Fragen im Kopf und dann in den letzten Spielstunden macht's BUM und du weißt alles. Und alles macht Sinn. Als wenn du eine verschiedene Autostraßen baust und die fahren die ganze Zeit nebeneinander, machen überhaupt gar keinen Sinn und dann ganz zum Schluss verbindet sich alles. Ah, ich weiß, immer diese Beispiele, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, what the f... Ich dachte, die sind von uns. Nee, das ist dann... Ist das der Orangene? Nein. Der Lilane? Der Pinke? Der Schwarze? Der Weiße? Von welchem... 3000 Jahre. Seit 2000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du bringst mir das Indigo-Kind. Welch Ironie des Schicksals. Der orangene Clan wird die gesamte Menschheit versklaven, wenn sie das Geheimnis erfahren. Macht das etwa einen Unterschied? Wir regieren bereits die ganze Welt, Lukas. Das Kind wird uns ultimative Macht verleihen. Wir werden den Göttern ebenbürtig sein. Das Kind bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Na, das wollen wir doch mal sehen. Okay, keine Quicktime-Events. Ich habe jetzt mal das Handy ausgemacht. Ich glaube, das verdient... Dieser Part verdient es, länger zu sein. Definitiv. Ach, nö. Bam! Oh, warte. Oh mein Gott, er wird zum Super Saiyajin. Yes! Yes! Oh nein. Du willst... Nein! Das ist ein Scherz. Ich kann doch nicht die Tasten schwingen und gleichzeitig Quicktime-Events machen. Ach so. Die Anzeige bleibt automatisch stehen. Das heißt, sobald die Quicktime-Events kommen, kann ich die Tasten auch loslassen. Alles klar. Das wäre sonst ein bisschen OVP gewesen. Also dann fallen mir ja wirklich die Finger ab hier. Was grinst denn so schäbig? Du bist doch gerade voll am Verlieren. Gum Gum. Ja. Ja. Super Saiyajin Stufe 3 mit den goldenen Haaren und der Gegidama-Kraft. Bam. 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 Ist es jetzt schon ein? Okay. Noch nicht. Einfach nur ausweichen, bis wir oben sind. Aber das haben wir jetzt... Ja, genau. Jetzt. Kamehameha! Nee, Genki-Dama. Man sieht einfach nur noch sein Torso, ne? Okay. Das sah gerade leicht komisch aus. Bam. Und jetzt Super Saiyajin! Kamehameha, Power, Genki-Dama und Hadouken, alles in einem. Ist er jetzt schon tot, oder? Ja, tatsächlich. Ups. Und da war es in ihm geschehen. Das war's dann mit dem netten Orakel, ne? War eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Einfacher als, die letzte Begegnung. Oh Gott. Wer seid ihr eigentlich? Ich meine, ja, die haben orangene Dingsbumsis, also schätze ich mal. Ja, ne? Kein Ding. Bäm, einfach. Ey, also schon Star Wars-mäßig hier. Schon geil irgendwie. Hadouken! Oh Gott. Da ist er wieder. Die KI, die künstliche Intelligenz. Wie immer sie auch heißt. Du bist noch. Ich köpfe als der Mensch. Aber das Spiel ist.
deine Rasse sind am Ende. Ihr winterfertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mithilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Oh Gott. Was ich mich gerade frage, was ist denn eigentlich, die Orangen bestanden doch nicht nur aus einem Mitglied, aber wahrscheinlich waren die restlichen vier, die wir gerade weggepokt haben, das waren wahrscheinlich die anderen. Was los, Lukas hier? Ist doch gar nicht so schwer. Super, ja. Und jetzt nochmal. Komm schon. Widersteh den Kopfschmerztabletten. Widersteh den Kopfschmerzen. Und da wollte ich einen Tablettenwitz bringen, aber irgendwie habe ich es gerade wieder verhauen. Egal. Oh, jetzt wird's aber. Okay. Ich weiß ja nicht, was der Scheiß bringen soll, aber das ist irgendwie. Oh nein, jetzt geht's wieder los. Bam, Kame! Hame! Ha! Oh, er ist immer noch da. Scheiße! Ich wusste, ich hätte die Genki-Dame auspacken sollen, verdammt! Aber das, das braucht ein bisschen Zeit. Okay. So, wer kommt jetzt als nächstes? Godzilla, Bigfoot. Haben wir noch welche im Sortiment hier? Hier. Okay. Sprich mit mir! Mein Pfadfindermädchen, sprich mit mir! Wir haben jetzt eigentlich so wie ich das jetzt sehe, alle penetriert, die uns genervt haben. Wenn's eben halt der ganze Clan war. Wenn nicht, dann war das, ja, vielleicht erst der Anfang, wer weiß. Okay. Ich bin gespannt. Achso, erstmal Akku aufladen, ne? Darum ging's ja. Die redet ja jetzt noch nicht, wir müssen erstmal Akku aufladen. Und das erinnert mich gerade spontan an Final Fantasy VII. Hier die Energie, der Lebensstrom der Menschen und so. Lauter bitte, ich verstehe nichts. Wahrscheinlich hat er es verstanden. Er ist halt Pfadfinderflüsterin. Pfadfinderflüster, so. Ja. Ein Happy End? Fragezeichen? Es ist ja jetzt quasi, wenn man sich das jetzt ein bisschen bildlich vorstellt, sie ist quasi die Batterie der Welt. Und wir haben die Batterie zurück in die Welt gesteckt und deswegen verreckt die Welt jetzt nicht. Okay. Vielleicht sollte ich die Ladebildschirme einfach mal... Hey, ich hätte sie rausschneiden sollen. Manche sind echt einfach zu lang. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein,
die die Welt im Geheimen regieren. Und der Lila-Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Carla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogarts Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde. Genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Wow! Ja, Leute. Das war's. Ich werde mal ganz kurz, Moment! Ich habe jetzt mal sicherheitshalber den Sound kurz leise gemacht, nicht, dass man mein Fazit nicht hört. Ja. Wow, das war das Ende von Fahrenheit und vor allem auch das beste Ende. Ich habe mich ja, wie gesagt, erkundigt. Ich habe mir nicht die Enden angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es 3 Enden gab. Und das ist das beste Ende. Aber ich werde dazu noch ganz zum Schluss was sagen. Auf alle Fälle, ja, das war es. Eine Geschichte von einem Mann. Einem ganz normalen Mann. Auf diesem Planeten. Der mehr und mehr zum Retter der Menschheit wurde. Er hat einen Mord begangen ohne Grund. Aber ja, was erzähle ich hier eigentlich? Ihr wart doch dabei. Epic. Einfach nur epic. Und solch eine Geschichte sollte man einem Lehrer vor die Fresse hauen und sagen, hier, guck dir das an. Du kannst dir deine Scheißbücher sonst wohin stecken. Ich habe das digitale Buchfeeling hier auf meinem Bildschirm. Verdammt, fuck you. Yes. Okay, ja. Was sagen wir denn zu diesem Spiel, verdammt? Das Spiel hat sehr, sehr realistisch angefangen und ist dann immer mehr, aber so wirklich stückchenweise. Man hat's wirklich nicht wirklich kommen sehen irgendwie. Ich weiß auch nicht, dass so in leisen Schritten ist das Spiel immer unrealistischer geworden. Wirklich, ohne dass man es wirklich mitgekriegt hat. Und ja, ganz zum Schluss halt und so weiter, ja, das ist eben halt. Also ich kann die Leute absolut verstehen, die eben halt meinen, ja, das ist voll doof, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn und Matrix ist alles scheiße und so. Aber eben, ansonsten ist es halt, es passt trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist halt, da kam halt Spinnen, das passt jetzt absolut nicht mehr rein. Es ist eben halt, es wurde natürlich von Anfang an so drauf aufgelegt, dass es eben halt so endet. Und ja, wie gesagt, also ich kann die Kritik verstehen. Ich finde das Spiel aber jetzt in keinster Weise dadurch eben halt schlechter.
Ich meine, die wussten ja von Anfang an, was sie damit machen wollten. Ich meine, wow. Klar, wenn sie es nicht gewusst hätten, dann weiß ich auch nicht, dann hätten sie es vielleicht nicht rausbringen sollen. Ich weiß auch nicht, das Spiel hat mich gerade so umgehauen, dass ich kein klares Fazit ziehen kann. Es war wirklich einfach genial. Man kann sagen, was man will. Es war ein interaktiver Film. So 60-70% Story. 30% Spielen. Wenn wir diese scheiß Basis mal rausnehmen und diese Sachen, um den Status zu verbessern, waren wir eigentlich nur dazu da, um Entscheidungsfreiheiten zu geben. Wie und ob diese Entscheidungsfreiheiten sich auf die Story ausgelegt haben, werden wir wahrscheinlich nie so wirklich hundertprozentig erfahren, es sei denn, jemand setzt sich wirklich intensiv hin und probiert das Ganze aus. Wir hatten ja schon leichte, wie sage ich das? Also, ein paar Sachen hat man ja schon gesehen, wie eben halt, dass es eben halt eine Auswirkung hatte, dass wir dieses Kind aus dem Eis gerettet hatten. Hätten wir das nicht gemacht, hätte der Martin, hätte nicht mit Carla drüber geredet, aber alles in allem, ich meine, ob wir jetzt nun mit der U-Bahn gefahren sind, also wir sind ja mit der U-Bahn gefahren, ob wir jetzt nun mit dem Taxi gefahren wären oder vielleicht noch einen Anruf getätigt hätten. Ich meine, im Endeffekt war ja da die Stelle da, wo man einfach mal Carla drauf bringen musste, dass Lukas eben halt der Mörder ist. Also das ist dann wahrscheinlich... Ich meine, es hätte einen Unterschied gemacht, aber es ist dann letztendlich auch irgendwie Jacke wie Hose, finde ich. Ja. Die Charaktere waren alle sehr glaubhaft und auch sehr realistisch dargestellt. Also da war jetzt keiner bei, wo ich sagen würde, nö, der ist scheiße, der passt da irgendwie halt nicht rein. Wenn man mal jetzt eben halt von diesem Realistischen absieht. Ansonsten müsste man ja hier wirklich, man müsste Lukas rausstreichen mit seinen übernatürlichen Kräften. Also die einzigen, die halt wirklich normal waren, waren Tyler und Carla, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, der Rest, der, wie gesagt, der hatte entweder abnormale Kräfte oder wusste abnormale Sachen. Wir werden leider wahrscheinlich nie erfahren, ob ich dann nun letztendlich recht hatte. Ob dieser Typ aus dem Leichenschauhaus da seine Finger mit dem Spiel hatte. Oh, Bonus 200. Moment, das heißt ja dann immer, wenn ich durchspiele, dann kriege ich automatisch Punkte oder was? Da kann ich jetzt mal den Sound lauter stellen, wa? So. Okay, schauen wir mal kurz in die Kapitelauswahl. Ja, hier sehen wir die Zeit und blauen Keks und blub und bla und pi und papp und papp, 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 papp. Moment, achso, ich muss dann umschwenken, ja. Ja, theoretisch könnte man eben halt hier wirklich so ein bisschen rumtesten. Was ist das jetzt hier? Epilog. Irgendwo auf der Welt. Wo ist sie da? Ja, auch toll. Ja, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, wie ist das jetzt? Wird Lukas immer noch gesucht oder so? Ich weiß ja nicht, wie sie das der Polizei erklären wollen, ne? Aber... whatever. Ja. Wie gesagt, das... Ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich überhaupt erwähnt habe. Und es ist einfach... wow. Super. Wie gesagt, es gab da Stellen, wie eben halt diese Rätsel und so. Also es ist immer mehr ins Realistische gedriftet. Hatte aber, diesen Standardrealismus behalten, von wegen Kaffee trinken, Gesicht waschen, Sport treiben, Status verbessern, das ist alles noch im realistischen Rahmen geblieben. Wie gesagt, Charaktere, alle super, alle stimmig. Man hat am Anfang wirklich gar nicht gedacht, dass das so mit den Seitenwechseln klappt. Man dachte sich dann am Anfang so, oh scheiße, jetzt spiele ich die Polizei und muss meine Beweise, die ich verdeckt habe, muss ich jetzt aufdecken. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Aber das hat eben doch schon alles sehr, sehr miteinander fungiert. War wirklich super. Was mir, wie gesagt, nicht what the fuck? Oh ja, zeig mir mal bitte irgendwas. Irgendwas. Keine Ahnung. So ein Epic Trailer oder so. Vielleicht...
Ich habe auch mal bei der Demo so einen Trailer gesehen, vielleicht irgendwie so als kleines nochmal ne, hier emotional auffangen und so. Mann, wo war ich jetzt? Wo war ich denn jetzt? Wo war ich denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Hat den Realismus behalten, so minimal. Charaktere waren in Ordnung. Ach ja, das, man hätte halt wirklich nicht gedacht, dass das so gut klappt. Und ja, wie gesagt, hat eben halt gepasst. Und ja, genau das mit der mit die Militärscheiße da. Das war so wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, nee, das hätten sie weglassen können. Ich meine, das hatte ja schon eine tiefgründige Bedeutung, wieso wir letztendlich da waren. Aber das hätte man trotzdem besser machen können. Und ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Also das Spiel sieht sehr gut aus dafür, dass es von, was weiß ich, 2003, 2004 ist. Die Synchronisation fand ich, wie gesagt, besser als die der Amis, was auch nicht oft vorkommt. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Quicktime-Events und so, naja, kann man sich drüber streiten. Hat, war ein halt wichtiger Bestandteil dieses Spiels. Und ja, ich hätte mir das Ganze auch ohne vorstellen können, sicherlich. Aber ja, also ich weiß auch nicht. So im Nachhinein betrachtet, es hat schon Spaß gemacht, aber man musste sich eben halt auch derbe konzentrieren, und wenn man es dann eben halt verkackt hat, ist eben halt immer so wie bei allen Sachen. Wenn's, wenn man es geschafft hat und so, dann stimmt man meist positiv dafür. Wenn man es verkackt hat, hasst man es eben halt. Ich finde, es hat zum Spiel gepasst und es hat auch nicht die Atmosphäre gestört. Also ich sag mal so wenn man es aufnimmt und so, man kann sich's ja im Nachhinein angucken. Im Nachhinein kann man sich ja auf die eigentliche Cutscene konzentrieren. Aber so fürs, wenn ich das jetzt einfach so gespielt hätte, naja, ich hätte wirklich nicht so viel von den Action-Sachen mitbekommen. Ja, super. Jetzt fängt mein Nachbar an zu bohren. Das ist natürlich wieder genial. Ne? Hat ja sonst keine Hobbys, der Pisser. Ja. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, das Spiel hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Ich würde... Die Sache ist halt die. Ich würde diesem grandiosen Spiel ein vernünftiges Fazit geben. Das Problem ist, dass ich so sprachlos bin, dass das Spiel mir so gut gefallen hat, dass ich eben... Ich kann gerade irgendwie keinen klaren Gedanken fassen. Es ist halt so, als ob sich mein Kopf mit dem Spiel verabschiedet hätte. Im positiven Sinne. Und ich denke mal, vielleicht sollten wir es dabei auch belassen. Jeder soll sich jetzt einfach mal seine eigene Meinung bilden. Und es, wenn er Lust hat, in die Kommentare zu schreiben. Ja. Kommen wir jetzt mal zur anderen Sache. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin gesagt, dass wir das gute Ende haben. Falls ihr da noch eventuell die anderen Enden sehen wollt und euch auch die Extras ansehen wollt, dann schaut euch die nächste Folge von Let's Play Fahrenheit an. Dort werde ich das Ganze noch ein bisschen vertiefen und ja. Aber ich würde mal sagen, wir belassen es jetzt dabei. Das Video geht so schön viel zu lange. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Und da fällt mir mein Tuch runter, mit dem ich hier spiele, weil ich Langeweile habe. Nein. Das war's heute mit Let's Play. Das war's für immer mit. Nein, das war's. Ich krieg noch nicht mal mehr die Abmoderation hin. Das Spiel ist einfach genial. Das war's mit Let's Play Fahrenheit, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr wart auch so gefesselt wie ich, dass ihr jetzt auch quasi ganz sprachlos vor eurem Fernseher, eurem Laptop sitzt und ja. Finde ich auch sehr interessant, dass es genau über den Monat gehalten hat. Am 1. Januar war die erste Folge oben und das ist jetzt der 31. Part, ne, glaube ich. Entweder ist das jetzt 31 oder der 1. Februar. Na egal, wie gesagt, falls ihr da noch ein bisschen mehr über das Ende erfahren wollt und über die Extras, schaut euch die nächste Folge an. Ansonsten, bis zum nächsten LP. See ya.